So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Heute wieder eine ganz besondere Folge Ramses Kitchen, denn wir haben wieder was für euch vorbereitet. Wir haben letztens in einem Paket von Master Gozzi, von Master Gozzi Energy Drinks bekommen, und zwar diese hier, diese drei Schätzchen, die müssen wir euch mal zeigen. Ha, das war das Thumbnail. Ja, keine Ahnung, ich bin irgendwie total müde, bin gerade erst aufgestanden. Deswegen denke ich, dass die mich jetzt in den Tag bringen, weil das funktioniert ja immer so gut. Die sind nämlich von der Marke Es Budget, guck, ist Es Budget und ist Typ Wassermelone Energy Drink, also Es Budget, was weiß ich. Ich habe diesen Laden noch nie gehört. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, weil ich kann eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Das kann ja Master Gozzi und der es kennt, die können es ja in den Kommentaren unten mal erläutern, was das ist. Ich kenne ja sowas früher, da gab es mal Spar, was dann irgendwie, oder Eurospar vielleicht auch genannt. Irgendwie erinnert mich das da dran, vielleicht wegen diesem S, aber da steht einfach nur Es Budget, also Budget, so, Typ. Wassermelone, haben wir hier, hier haben wir, Typ, Limette, guckt euch mal das Design der Dosen an, sieht das nicht toll aus? Sieht aus wie eine Pringles-Dose. Ihr habt hier eine Limette drauf, auf einem Typ Limette. Ihr habt hier eine Wassermelone drauf, auf einem Typ Wassermelone. Ich finde diese Farbe irgendwie ja viel genialer. Und wir haben hier Typ Kokos-Heidelbeere. Kokos-Heidelbeere, das ist, glaube ich, die interessanteste Note. Die machen wir jetzt mal alle drei auf. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Es riecht schon wieder nach Kotze, aber das ist ja typisch für Energy Drinks. Und wenn wir alle probiert haben, wollen wir natürlich auch zum Abschluss nochmal einen auf die dicken Bierglas damit füllen und alle zusammen gemischt probieren. Wir haben jetzt also erstmal hier den Wassermelone. Wir machen uns mal hier Platz. Ich denke an sich, Wassermelone sowieso hat den wenigsten Geschmack. Wassermelone habe ich noch nie wirklich was gehabt, was wirklich überzeugend schmeckt oder was irgendwie nach Wassermelone ankommt. Wassermelone in einem Energy künstlich hergestellt schmeckt einfach wirklich nur nach Chemie, aber nach leichter Chemie zumindest. So, probieren wir mal Wassermelone. Schmeckt irgendwie wie Seifenwasser, aber nicht so bitter und ist, glaube ich, trotzdem mit am nächsten am Wassermelonengeschmack dran, den ich je irgendwie irgendwo aus einer Dose mal rausgesaugt habe, aber ob das jetzt im Endeffekt wirklich so Wassermelone, ob man das jetzt vergleichen kann, keine Ahnung, ist auf jeden Fall merkwürdig. Ist, glaube ich, was, wenn ich die ganze Dose trinke, klebt sich mir der Magen zu, ich habe Magenschmerzen, ich habe ein total komisches Gefühl dann auf der Zunge. Also Wassermelone, ja, keine Ahnung, wer da immer Wassermelone kauft, auch bei den Tees oder so, diesen ganzen Capital Bra Tees und sonst was. Wassermelone war auch nichts für mich, aber alle haben das gehypt. Honigmelone ist ein ganz anderes Thema, steht auf einem ganz anderen Blatt. Jetzt haben wir noch Limette. Limette ist bestimmt säuerlich, komplett, aber wir geben auch Limette eine Chance und probieren mal das Grüne. Schmeckt eigentlich recht mild. Schmeckt auch gar nicht wie ein Energy Drink. Schmeckt eigentlich eher wie eine Fanta Limette oder Fanta Zitrone und auch nicht mal so extrem süß. Also da bin ich jetzt echt überrascht. Limette, denke ich immer, ah, zieht sich alles zusammen, aber dieser Es Budget Limette Trink ist auf jeden Fall in Ordnung. Ist in Ordnung, muss man so sagen. Ich muss mal kurz Wassermelone probieren zum Vergleich. Ja, nee, auf Dauer Wassermelone wirklich ist wie Parfüm, wie irgendwas Chemisches, so extrem. Finde ich ein bisschen merkwürdig auf Dauer. Limette, überrascht, schmeckt fruchtig, schmeckt ein bisschen, ne? Sauer, aber
Ist nicht so süß, wie ich es erwartet habe. Die kann man auch, glaube ich, ja alle wegfeuern, haben einen grünen Punkt drauf. Aber bei Kokos und Heidelbeere bin ich ja jetzt mal ganz interessiert. Heidelbeere alleine hätte ja wahrscheinlich schon gereicht. Kokos alleine hätte gereicht, aber sie haben trotzdem gleich zwei Sachen gemischt hier drin, während die anderen alle normal sind. Jo, schmeckt nach Kokos. Also erstmal da. Dann plötzlich geht es hinten hoch. Ja, das scheinen dann einfach die Heidelbeere, die kommen dann durch, bringt noch eine kleine säuerliche Note mit. Aber schmeckt eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Wassermelone für mich die schlechteste Sorte. Mag ich leider gar nicht, kann ich gar nichts mit anfangen. Ich würde sogar fast sagen, dass Limette irgendwie am besten schmeckt, weil es einfach an eine frische Limonade so erinnert und eigentlich irgendwie am natürlichsten mit rüberkommt. Jetzt hat sich schon der ganze Magen zugeklebt. Ja, wie ein kleines Raffaello oder so, nur mit irgendwie noch mehr drin. Wir wollen jetzt mal alles hier einfüllen und mal gucken, was passiert. Es hat ja auch eine leicht bläuliche Note. Das sieht auf jeden Fall genial aus. Guck mal, wenn wir das da reinfüllen, wie das ausschaut hier. Das ist auf jeden Fall durch die Heidelbeere. Die ist ja richtig, richtig blau. Sieht die normalerweise aus. Richtig brutal. Und das als Szenegetränk richtig stark. Jetzt haben wir hier Wassermelone. Wassermelone, komplett rot, sieht aus wie schön das Fruchtfleisch von der Wassermelone, hat jetzt den ganzen Bottich gefärbt und die Limette ist es jetzt grün, ja, könnte eigentlich auch einfach nur weiß sein, durchsichtig, es ist weiß durchsichtig, also hauen wir das mal hier rein. So, der Zaubertrunk ist gleich fertig, ich muss mal noch ein Spätzelchen drin lassen. Für die Mama, die ist nämlich auch da, damit die mal probieren kann. Und wir haben jetzt ein Glas auf die dicken Esbudget Energy Drink Kokos Heidelbeer Limette Wassermelone. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Kennt ihr Esbudget? Ja, kennt ihr Esbudget, Budget, wie auch immer? Diesen Markt, diesen Laden, gibt es das bei euch auch? Gibt es nur da? Ist das so einzeln? Ist das eine ganze Kette? Ich kenn's nicht. Ich bin froh, dass ich es jetzt kennengelernt habe. 2 von 3 waren auch in Ordnung, muss ich sagen. Gibt es da noch mehr Sorten oder sind das alle? Vielleicht sollten die auch mal mehr Sorten herstellen. Ansonsten bin ich ja der Booster-Typ, wer das weiß. Und das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich glaube, zusammen hat das wieder am besten geschmeckt. Also egal, was ihr habt, egal, was ihr testet, probiert, wie auch immer, trinkt einfach alles zusammen und freut euch über diese tolle Geschmacksvielfalt. Das sieht doch gut aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.